Jetzt befinden wir uns hier drüben in dem Raum, wo hier diese Brücke war weiter unten. Du musst halt die Treppe so drehen, dass das Wasser hier reinläuft. Und dann steigt die Brücke an und dann kommen wir jetzt hier noch hier rüber. Da können wir nämlich da drüben noch eine Truhe ergattern. Ich muss halt gucken, genau was die macht. Ist das ein Schalter? Weil da drüben, so wie die Truhe bewacht ist, würde ich schon schätzen, dass da eventuell ein Herzteil drin sein könnte. Bär. So, das hier haben wir schon mal beseitigt. Jetzt muss ich noch überlegen, wie komme ich da rüber. Ja, ich kann hier drüben reinziehen. Hui! Okay, dann schauen wir mal. Wenn jetzt hier kein Herzteil drin ist, wieder nur 20 oder 50 Kopien, ja? Dann kotze ich! Ah! Krieg! Okay, schauen wir mal. Ja, wenigstens ein Herzteil, ja? So, jetzt haben wir drei weitere. So, wie gesagt, die anderen Truhen, da sind keine Herzteile drin gewesen. Das kann ich soweit sagen. Das heißt, wir können uns jetzt zum Boss begeben. Der restlichen Truhen sind nur Rubine drin. Gehen wir jetzt mal zum Boss. Ne? Machen wir den mal kaputt. Bin mal gespannt, wie es storymäßig jetzt weitergeht nach dem Dungeon hier. Weil theoretisch haben wir jetzt die Lichtgeister alle befreit. Schattenwelt gibt es jetzt erstmal keine mehr, die ich retten müsste. Oder ein Gebiet, was ich davon befreien müsste. Ich würde halt noch gerne interessieren, weil ich finde ja auch noch ein paar okkulte Künste. Die kann ich nur als Wolf aktivieren. Wie werde ich wieder zum Wolf? Kann ich das dann kontrollieren, die Verwandlung? Das täte mich alles mal gerne interessieren, weil du kannst als Link, als Mann in der menschlichen Form ja diese Teleportations, diese Portale nicht benutzen. Ne? So, jetzt müssen wir... Achso, da hängt der Dings dran. Nein! Ich wollte da nicht dran. Jetzt häng dich da hoch, los. Du Something! Schloch. Schau mal dran. Du Something! Hoi! Hier haben wir nämlich die Boss-Tür. Ich würde auch gern wieder hoch wollen. Danke. So, dann würde ich meinen... Auf zum Boss. So, hier wird es nochmal Aufladung geben, denke ich. Feen. Was habe ich hier drin? Bienenlarven. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ich habe jetzt die Bienenlarven gegessen. Okay, lieber mal eine Fee mitnehmen. Keine Ahnung, ob die Bienenlarven jetzt irgendwas bewirken. Nur drei Herzen drin. Was konnte ich hier noch markieren? Vielleicht sind das die Fische draußen. So. Wieder auf Enderhaken wechsle ich aus Versehen die Fee-Einsätze. Und dann Veronimo! War ja klar, ein Unterwasserboss. War ja klar. Oh Gott. Hui. Sieht mir nach einem Kraken aus. Erstmal runter. Ich will noch nicht genau in der Mitte landen. Das könnte nämlich nicht so gut sein. So. Gefühl, das kann man mit der... Ich will jetzt nicht zu nah rangehen. Okay. Da ist das Auge. Schauen, wie der Boss heißen mag. Jetzt kommen da so ein paar mehr Tentakeln raus, ist klar. Und da kommt der Rest. Urzeitfisch, Octapesco. Fresco. Ich
Ich denke mal, ich muss irgendwie das Auge kriegen. Zeig ich mal, Herr Mittner, was hast du zu sagen? Ich glaube, sein Auge ist besonders wichtig. Wenn es sich in den Fühlern bewegt, visiere es mit L an und reiße es heraus. Aber wenn du ihm zu nahe kommst, macht er dich fertig. Achte also auf ausreichend Abstand. Okay. Warten wir einfach mal ein bisschen, bis ich es anvisieren kann. Tentakel, Tentakel. Was ist da hinten? Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wenn der Boss den ganzen Part lang dauert. Komm, was mache ich denn? Ich drück doch. Okay, jetzt habe ich dem Auge ein was gegeben. Jetzt wird das Vieh bestimmt... Okay, jetzt lässt das Vieh erstmal Bombenfische raus, ja? Oh! Weiß nicht, ob die irgendwas können, die Bombenfische. Lemmy ist le Klug. Na, Auge. Hoi. Was dreht er sich um, der Lappen? Ganz ruhig, das kann eine Weile dauern, denke ich. Auge Bliss. So, was macht er jetzt? Mann, jetzt kommt das hier raus. Lass es auch. Ich muss auf das Auge. Heißt so viel wie ich soll jetzt eine Runde schwimmen. Weiß ich, ob die Tentakel irgendwas machen? Keine Ahnung. Oh shit. So, was sagt sie denn? Hast du schon seinen Rücken gesehen? Das genau... Da ist genau ein Auge wie eben. Mach es genau wie vorher. Nimm es mit Ellens Visier und zieh es an das Auge heran. Was? Zieh dich an das Auge heran und schlage dann mit dem Schwert zu. Okay. Es hat mich gesehen, es hat mich gesehen! Ein Herzschaden, okay. Oh Gott. Grafik Bliss. Bam. 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 Darf ich nur nicht sehen, weil wenn es mich sieht, ist es nicht so toll. Los. Zu weit weg. Bam, 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 bam. Oh, ich hasse es, dass man nicht nach unten gucken kann. Diese Mucke. Sie ist so.
Bär. Bist du jetzt besiegt? Oder kommt da noch was? Na, da werden wir gleich sehen, ob er jetzt platzt oder nicht. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Das ist voll gegen die Wand gebrettert. Ah, jetzt zieht das Wasser raus, hab ich gehört. Der Boss ging sogar. Du musst am Anfang nur ein bisschen warten, bis das Auge in deiner Reichweite ist. Ziehst raus, schlägst es dreimal und dann kommt das. Ist doch nicht wirklich schwer. Ich habe ihn trocken gelegt. Und da ist der Hardcontainer. So, jetzt gibt's den dritten Schattenkristall. Mal gucken, was jetzt passiert. Tila ist ohne. Da ist er ja, der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen, also gib ihm schon, ja? Jetzt schau mich nicht so an, ich brauche ihn nun einmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie der sich als König im Schattenreich ausspielt. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt hin und her gescheucht habe. Ja, passiert. So, was macht sie jetzt? Achso. Also gut, gehen wir. Lass mich erstmal den Herzcontainer hinter. So, jetzt haben wir 7 Herzen. Immerhin schon mal was. So, willst du wirklich voll weg von hier? Ja. Also halt immer wieder, ist wirklich, kann ich immer noch sagen, gut gemacht, dass nochmal nachgefragt wird, falls du aus Versehen da reinläufst. Ja. Du hast vergessen, Herzcontainer oder sowas einzusammeln. Spiel speichern. Ja, please. Ja, please. Hier. So. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ah ja, wieder beim Lichtgeist. Wow. Wer ist das? Der guckt so doof. Lol. Was macht denn jetzt? Oh nein. Ist das vielleicht Santo? Kann das sein? Santo! Dass du es wagst, dich mir mit einer so altertümlichen Magie entgegenzustellen. Mit einer du törichte Aufhörerin. Wieso nur stellst du dich gegen deinen König? Weil du unser König sein? Das ist, dass ich nicht lache und die Magie unseres Volkes wird von dir doch nur schändlich missbraucht. Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überraschst mich. Meine Magie, mit der sich das Schattenreich beherrscht, ist. Ich habe sie von meinem eigenen Gott fangen. Oh, ich bin der Wolf. Ich bin von der Wolfe. Bäm. Oh Gott. Sag mir da, hast du schon vergessen? Dieses Tier ist ein Wesen des Lichts, eines jener Wesen, die uns so grausam unterdrücken. Was du auch tust in ihrer Welt, bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir diese Welt erobern,
werden die Lichtwelt und das Schattenreich eins. Unser Volk ist die Zeit der Rache gekommen und endlich werden die Schatten auch den lichten Teil der Welt verfinstern. Siehst du es denn noch nicht, Midna? Alles, was noch fehlt. Bist du. Was ich tue, geschieht nur zum Wohl unseres Volkes. Deshalb leih auch du mir deine Kraft. Du willst nicht? Auch gut. Schicken wir dich zurück in die lichte Welt, nach der du dich so sehr sehnst. Dieser Santor ist so gemein. And she's gone. Ich habe das Gefühl, dass der Stein, der gerade in meinem Kopf ist, verhindert, dass ich mich zurückverwandle. Und ich bin immer noch der Wolf. Sigtak Riktik. Ist leider Sequenz, kann ich nicht, sollte ich nicht rausschneiden. So, was ist jetzt mit Midna passiert? Ich bin immer noch Wolf, wie ich dachte. Wie ich es mir dachte. Ich wette, der Stein, der in meinem Kopf ist, verhindert, dass ich mich zurückverwandeln kann. Link, auserwählter Held. Geh zu der Prinzessin, die im Schloss gefangen ist, im tiefsten Herzen der Finsternis. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen, die dir das Schattenreich geraubt hat. Okay. Neuer Mucker. Gut, wie komme ich jetzt zum Schloss? Jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. Muss von der Stadt Hyrule aus hin. So wie es aussieht. Heißt, so viel wie. Wir sehen uns dann. Na gut, das bringt jetzt eigentlich nichts, das rauszuschneiden eigentlich. Dann würde ich sagen, machen wir den Part ein bisschen kürzer. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder in Hyrule Stadt. Wo es dann weitergeht. Und dann sehen wir mal, wie wir jetzt weiterverfahren, ja? Also würde ich sagen, bis dahin und ciao, ciao.